Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Hogwarts Legacy. Wir sind hier mit Sebastian und müssen wohl den Cruciatusfluch erlernen, so wenn wir hier weiterkommen wollen und nicht hier sterben wollen. Du meintest, du weißt, was zu tun ist? Gequälte Gesichter auf der Tür und in den Stein ist Crucio eingraviert. Ich vermute, die Tür öffnet sich, wenn wir den Cruciatusfluch wirken. Deshalb ist Noctua gestorben. Sie konnte den Fluch auf niemanden wirken. Ominous hat die meiste Erfahrung damit. Er sollte es tun. Du scheinst in Ominous Gunst zu stehen. Kannst du ihn fragen? Ich will dich nicht fragen, weil das macht eh alles kaputt. Der will doch im Leben nicht. Hat er eigentlich schon mehr als deutlich gemacht, aber. Komisch. Will ja mir nicht so sein. Ich probiere mal mein Glück. Ich rede mit ihm. Auf dich scheint er ja nicht gut zu sprechen zu sein. Gut. Tu, was nur du tun kannst. Hätten wir doch nur flüssiges Glück. Das hätte alles nicht sein müssen. Ominous, ich dachte nicht, dass wir in so einer Zwickmühle landen würden. Salazar Slytherin schon. Er ist für viele unvorstellbare Dinge verantwortlich. Ich habe dich und Sebastian gehört. Ich werde es nicht tun. Der Cruciatusfluch ist pure Folter. Das weiß ich. Sebastian hat mir erzählt, was dir als Kind passiert ist. Klingt, als hättest du keine Wahl gehabt. Ich hätte wissen müssen, dass er es dir sagt. Und man hat immer eine Wahl. Ich bin so schuldig wie der Rest meiner Familie. Unverzeihliche Flüche funktionieren nur, wenn man es wirklich will. Ich wollte diesen Schmerz zufügen und das werde ich mir niemals verzeihen können. Seinetwegen habe ich keine Familie mehr. Du und Sebastian werdet eine andere Lösung finden müssen. Wenn du Crucio wirkst, wirst du es ewig bereuen. Er kann trotzdem nichts dafür. Er wurde so lange gefoltert, bis er nichts anderes mehr wollte, als den Fluch selbst anzuwenden. Was machen wir jetzt? Ominous will den Cruciatusfluch nicht nochmal wirken. Lächerlich. Als wäre hier zu verenden besser, als diesen elenden Zauber zu wirken. Jetzt kommt es auf uns an. Ich kann dir Crucio beibringen oder es gegen dich wirken. Warte, du hast nicht erwähnt, dass du auch Crucio beherrschst. Weil ich mir nicht ganz sicher bin. Ominous kennt ihn am besten, aber er lässt uns keine Wahl. Ich will nicht wie Noctua Gaunt enden. Ich glaube, ich schaffe es, wenn es sein muss. Das wirft jetzt einige Fragen auf, zum Beispiel, wieso kann der den? Und ich finde Ominous Art da ein bisschen besser, dass er sagt, das ist unvorstellbares Leid, das kann ich nicht, das erträgst du auch nicht, wenn du es machst, statt nur wegen so einem Zauberspruch. Aber wenn wir schon hier sind, natürlich ist die erste Antwort raus, ich will den auf jeden Fall lernen, weil es ist zwar dämlich, aber ich will einfach, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, ich will einfach alles von dem Spiel mitnehmen. Ich wollte eigentlich erst sagen, besser man hat's und braucht's nicht, als man braucht's und hat's nicht, aber es ist eigentlich scheiße, weil der, das ist ein Zauberspruch, den kann man besser nicht, aber vielleicht halt auch doch, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, fürs Spielerlebnis will ich ihn auf jeden Fall. Jetzt ist nur noch die Frage, ob wir ihn einstecken wollen oder ob wir ihn austeilen wollen. Ich bin jetzt eigentlich fast schon, weil wir nette Menschen sind, für einstecken. Vor allem würde ich das, ich würde es glaube ich echt tatsächlich machen. Auch weil es mich irgendwo trotzdem auch interessieren würde, wie schlimm sich das wirklich anfühlt. Ist zwar behindert, aber irgendwie würde es mich glaube ich trotzdem interessieren. Auf der anderen Seite, wenn er so extrem für die schwarze Magie ist und da so klasse findet, sollte er vielleicht auch wissen, wie er sich anfühlt. Eine schwierige Entscheidung. Ich denke, vom Spielverlauf beeinflusst das nichts. Und da wir ja nicht wissen, wie der sich anfühlt, ich merke es ja nicht in echt. Und ich denke, wenn er so für schwarze Magie ist, soll er es einstecken. Ähnlich hatte ich zuerst zum Einstecken tendiert, aber ich denke, ich teile den mal aus. Auch wenn das voll assi ist, die Antwort zu geben. Ich will den Fluch lernen. Am besten wirke ich ihn auf dich.
Na gut, wenn du das möchtest, um den Zauber zu wirken, hebe deinen Zauberstab und sage laut und deutlich, Crucio, halte so lange durch, wie du kannst. Bist du nicht eher froh, wenn wir weniger lang durchhalten und dich nicht stundenlang leiden lassen? Eine Nagelhand. Bereit? Bereit. Was eine Scheißfrage. Alles in Ordnung? Ja, klar. Der Schmerz. Ich hätte alles getan, damit er aufhört. Aber ich werde es überleben. Gehen wir weiter. Wie lange wirkt denn das eigentlich nach? Wir haben es geschafft. Das ist Salazar. Hört das danach direkt auf oder tut das dem jetzt immer noch scheiß weh stundenlang? Unfassbar. Ich guck erst noch, ob es hier andere Sachen gibt, bevor wir hier nicht mehr reinkommen. Ich denke, danach geht's vielleicht weiter. Ist das Zeug noch gut? Okay, mehr gibt's hier scheinbar nicht. Dann nehmen wir das Buch. Sebastian, Ominous, hier drüben ist dein Buch. Hast du was gefunden? Geht nur vor. Sag mir, was drin ist. Ich laufe ein wenig herum. Darf ich mal drin? Soll er doch zu mir kommen? Ist da noch was? Revelio. Das Skriptorium von Salazar Slytherin. Ein geheimer und gut geschützter Ort unter Hogwarts, in dem Salazar Slytherin wohl viel Zeit damit verbracht hat, verschiedene langfristige Pläne für die Schülerschaft zu machen und über Unstimmigkeiten mit den anderen Gründern nachzudenken. Ich fürchte, wir werden nie zu einer Einigung kommen. Ich kann nicht einen einzigen von ihnen dazu bringen, auf die Vernunft zu hören. Ich hatte zu hoffen gewagt, dass Godrics Gedanken im Einklang mit meinen eigenen stehen, dass er versteht, warum das Kaliber des Schülers außergewöhnlich sein muss. Aber er ist der lächerlichen Vorstellung verfallen, dass Muggelstämmige irgendwie genauso fähig sind wie Reinblütige. Er war wütend, als ich meinen Unmut über seine Gedanken zu diesem Thema äußerte. Gedanken, die er noch nicht ausgesprochen hatte. Ich bin die Zwietracht leid und kann die Korridore voller unfähiger Kinder, die sich als Hexen und Zauberer ausgeben, nicht länger mit ansehen. Schweren Herzens weiß ich nun, dass ich von hier fortgehen muss. Ich werde die Kreatur in ihrer Kammer im Tiefschlaf versetzen, bis sie von jemandem erweckt werden kann, der meine Ansichten teilt. Ein Nachkomme, der bereit ist, den Schaden rückgängig zu machen, den die anderen so leichtfertig angerichtet haben. Jemand, der die Schule von jenen befreien wird, die Hogwarts nicht würdig sind und die nur dazu dienen würden, mein Erbe zu beflecken. Also ist so ein Arschloch. Was meinst du? Sieht aus wie eine Art Zauberbuch. Das ist unglaublich. Das Eigentum eines Gründers von Hogwarts. Was für eine Ehre. Unglaublich, dass Ominous nie von seiner Tante und ihrer Entdeckung sprach. Was wirst du mit Slytherins Zauberbuch tun? Was ich mit jedem Buch tue? Es lesen. Mit Lehrern als Eltern gewöhnt man sich das schon früh an. Aber das kann ich noch später. Erst sollten wir diesen Raum erkunden. Atemberaubend. Hab ich doch. Revelio. Ich will nicht gehen, aber ich stehe in eurer Schuld. Ohne euch beide hätten wir es nie so weit geschafft. Wir hatten Glück. Wir hätten sterben können. Wir dürfen so etwas nie wieder tun. So geht's da oben raus. Warum gehen wir immer woanders raus, als wir reinkommen?
Dann können wir doch auch gleich da rein. Das wird es vielleicht einfacher machen. Ich sehe einen Ausgang. Die beste Neuigkeit des Tages. Ominous, deine Tante... Sebastian, bitte. Ich habe das vorhin ernst gemeint. Wir schwören uns jetzt, dass wir schwarze Magie und alles, was damit zu tun hat, nie wieder anrufen. Verstanden. Das mit deiner Tante tut mir wirklich leid, Ominous. Ich schätze, nach allem bin ich dankbar zu wissen, was mit ihr geschah. Danke. Wir haben hier einen Talentpunkt und ein Level-Up und eine Menge neuer Ausrüstungsgegenstände. Die müssen wir untersuchen. Die können wir verkaufen. Das ist der beste, den wir haben. Oh. Da ist dann doch ein bisschen Unterschied. Aber das ist legendär. Was macht das eigentlich für einen Unterschied? Kann man das irgendwie... Eigenschaft, Platzstufe 3 und hier nur 2. Gut. Die Handschuhe gehe ich mal untersuchen. Damit wir mal wissen, wie gut die sind. Wo ging das noch? Ich würde gern mit Ihnen sprechen, wenn Sie kurz Zeit hätten. Auf jeden Fall verbessern die uns. Wir müssten dann mal ein paar Sachen verkaufen gehen danach. Oh, und wir haben noch Tiere in der Tasche. Wir haben hier noch zwei Testrale, die wir hier... Und wir haben sogar tatsächlich einen weiblichen und einen männlichen Testral. Was heißt denn hier beschwören? Okay, ich brauche mal nochmal die Bürste. Dann kümmern wir uns gerade nochmal um die. Was kriegen wir von Testralen? Haare. Wir können mit denen interagieren. Gut, haben wir mal Testralhaare. Bürsten und füttern wir das mal noch. Kleine Knuddelmuff. Und ein bisschen Knuddelmuffhaar. Und Jobber-Null Federn oder was wir noch bekommen. Gut. So. Und dann reden wir mal mit Deke.
wenn er schon so nett fragt. Ich würde gern mit Ihnen sprechen, wenn Sie kurz Zeit hätten. Oh. Hallo, Deke. Professor Weasley sagte, du wolltest mir mehr über den Webstuhl erzählen. Hallo. Ja, Deke hat sich etwas überlegt. Er... Offenbar denkt der Raum, sie brauchen mehr Platz für Tierwesen. Wie Deke sagte, er hatte eine Idee. Deke weiß, wie sie die Kleidung testen können, die sie im verzauberten Webstuhl verbessert haben. Und vielleicht könnten sie dabei einem alten Freund helfen. Was meinst du damit? Ein Hauself namens Tops sammelt für seinen Meister in einer Höhle bei Hogwarts Blutegelsaft. Tops Meister lässt ihn nicht aus der Höhle und Deke weiß, dass es dort von Spinnen nur so wimmelt. Das klingt ja furchtbar. Ja, und Deke hat schon länger nichts von seinem Freund gehört. Die Kleidung aus dem Webstuhl hat vielleicht nützliche Verzauberungen. Deke dachte, sie könnten sie testen und nach Tops sehen. Ich verstehe. Überlass das mir, Deke. Ich finde Tops für dich. Oh, danke. Bitte sagen Sie, Deke, was Sie über Deeks alten Freund erfahren. Gut, finde die Höhle. Ich gucke mal direkt, ob wir das auf der Karte angezeigt kriegen. Scheint ja ein bisschen schwerer zu sein, wenn wir Stufe 20 dafür vorgeschlagen bekommen. Dann ändere ich das hier auch mal nochmal ab. Komm raus, bevor... Mal schauen, was deine Leiche in den Takt... Du stiehst gern Hippogreife, was? Schluss mit der Wilderei! Gut, wir müssen eindeutig irgendwo mal zu einem Händler. Aber jetzt dann erstmal dahin. Ich sehe gar nichts. Das sag ich dir. Das muss die Höhle von Top sein. Ich sollte hineingehen. Ach ja, ist ja widerlich. Fängt es mich jetzt um den Atem zu jucken. Extreme Danger. Incendio. Tops, du hast deine Quote um 3 Fiolen verfehlt. Weißt du, was das bedeutet? Es bedeutet, dass meine treuen Kunden ihre Flasche von Seamus Schrumpflösung nicht erhalten. Wegen deines dummen Fehlers bekommst du eine Woche lang kein Essen. Außerdem erwarte ich von dir, dass du dich entsprechend bestrafst. Wenn ich die nächste Lieferung abhole, sehe ich am besten blutige Verbände statt deines üblichen idiotischen Grinsens. Wenn du deine nächste Quote plus 5 zusätzliche Fiolen nicht erfüllst, verlierst du mehr als nur deine Essensprivilegien.
Torps Meister ist furchtbar. Torps? Torps? Dick schickt mich. Bist du hier drin? Oh, ich finde, ich verspüre nicht mal. Okay, gehen wir mal hier weiter. Tops war offenbar schon vor einiger Zeit hier. Er muss tiefer in die Höhle gegangen sein. Alter. Unholde. Unholde. Geiles Wort. Widerlich. Alter. Incendio!
Wenn der Meister nach Tops sucht, hat Tops alle Blutegel hier verspeist und musste tiefer in die Höhle gehen. Tops hofft, dass der Meister auf seine Rückkehr wartet. Es ist viel zu gefährlich für den Meister, ihm zu folgen. Und Vorsicht vor den Spinnen, Tops. Das klang ja nicht gerade ermutigend. Ganze Spinnen da, die dann über uns noch rumklettern. Also wenn es da noch nicht zu gefährlich ist, aber da, wo wir jetzt hingehen, zu gefährlich ist, was kommt denn dann bitte? Alter. Ist das Aragog? Das hier wird nicht so einfach. Fuck, jetzt ist es weg. Du bist widerlich. Das stimmt. Revelio. Okay. Entschuldigung, mich hat's gerade gejuckt. Okay. Hier drin können wir wieder nicht zaubern. Egal. Waren jetzt gerade da. Brauchen wir nicht mehr. Da ist kein Durchgang. Dann hier hoch. Da müsste es, denke ich, dann weitergehen auch. Oh
Okay, geht auch. Ich wollte gerade sagen, ich bench die Pulso. Ich habe das Gefühl, dieser Hauself ist Tops. Wenn der Meister die Leiche von Tops findet, war die große Spinne zu stark. Tops hat den Meister enttäuscht und hat diese Strafe verdient. Tops fühlt sich schwach, schläfrig. Tops muss... Armer Tops. Allein gelassen mit den Spinnen. Ich bestimmt auch irgendwie kaputt machen. Perfekter Körper. Sehr schön. Alles voller Blutegelsaft. Gut, dann öffne ich mal die Karte. Die nicht verfügbar ist. Stimmt, wir haben da ja betreten gedrückt, ne? Ist denn hier nicht so besonders gut? Und vor allem nicht besonders wertvoll. Hat es auch nicht mehr gebracht. Ach so. Der Altar kommt mir bekannt vor. Ich bin wohl wieder am Höhleneingang. Ach, wie praktisch. Dann öffne ich jetzt die Karte. Oder gucke mal noch gerade, was hier für Tiere sind. Das die magischen. Ich möchte ja alles mal einfangen. Okay, die hauen aber ab. Dann ach so, das ist kein Tierwesen, das wir nehmen können. Ich dachte, die wären das. Können ja auch irgendwelche Vögel sein. Ich weiß es nicht. Dann nicht. Dann eben wieder hier hin. Und wir erzählen Diekmal von der traurigen Nachricht.
Ich bin aus der Höhle zurück, Deke. Wunderbar. Deke hofft, Sie haben Tops von Deke gegrüßt. Es tut mir wirklich leid, Deke. Aber Tops ist tot. Er scheint den Spinnen letztendlich zum Opfer gefallen zu sein. Oh nein, das hat Deke befürchtet. So lange allein in der Höhle. Armer Tops. Deke und Tops hatten einst denselben Herrn. Als er starb, wurden wir getrennt. Deke wollte immer, dass Tops auch nach Hogwarts kommt. Deke ist froh, so netten Hexen und Zauberern wie ihnen dienen zu dürfen. Deke wird seinen Freund vermissen und mit schwerem Herzen auf ihn anstoßen. Es tut mir wirklich leid um deinen Freund, Deke. Danke, Sie sind sehr freundlich. Deke braucht etwas Zeit zum Nachdenken, wenn das in Ordnung ist. Auf keinen Fall. Geht gar nicht. Wir gehen jetzt definitiv mal ein paar Sachen verkaufen. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Danke nochmal für das Liefern dieser Tränke an Madame Lawang. Das wusste ich schon, bevor ich reinkam, wer ich bin. Es war im Raum der Wünsche und ich habe die blöden Brille oder was es ist, nicht identifiziert. Warum kann ich es nicht verkaufen? Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Dann eben nochmal in den Raum der Wünsche. Um das Gedöns da identifizieren. Keramikmaske, toll. Können wir mit so einer scheiß Maske rumlaufen? Aber die verbessert uns, mein lieber Schwan. Wir müssen hier die Aufgaben noch irgendwann machen. Aber das ist dann eher was für eine andere Folge. Ja. Und ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen in der nächsten Folge.